Hey ho Leute und willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, es geht doch weiter, denn ich habe ein bisschen rumgeguckt und so weiter auf der Karte und habe gesehen, wir haben noch ein paar verdorbene Zonen und so weiter offen, die wir natürlich alle machen werden. Ich zeige euch gleich da mehr davon, aber zuerst mal, werden wir uns mal was gönnen, denn Rohstoffe, Bats, goldene Schnellreise Paket, gönn dir, Aloy. Das bedeutet, dass Schnellreisen jetzt möglich ist, und zwar so oft wir wollen und so wohin wir wollen. So erkundeten Zeugs jedenfalls. Denn, ja, ich habe ein bisschen gesucht und so weiter. Man kann Filter? Seit wann? Hä? Seit wann kann man filtern? Okay. Ja. Okay. Ja. Sag mir das doch. Okay. Ist gut. Hä? Achso, ich hab das alte Waffenlager noch auf. Ach so. Okay, ich bin schon wieder ein bisschen am Struggling. Wir sollten jetzt zu jedem dieser Punkte reisen können. Ich habe gesehen, als ich letztens das alles noch ein bisschen durchgeguckt habe, wir haben hier noch eine verdorbene Zone offen. Dann haben wir hier noch ein Banditenleute. Dann haben wir hier noch ein Panorama. Dann haben wir hier oben noch ein Panorama. Das heißt, dieser Block hier oben, den haben wir noch nicht wirklich erforscht, ne? Wie gesagt, wir fangen hier unten mal bei diesem schönen bei dieser schönen verdorbenen Zone an. Der ist für Stufe 34. Das heißt, wir werden da doch ein bisschen Herausforderungen vorfinden. Und das finde ich geil. Denn so wird es am Anfang noch ein bisschen prickeln. Schnell hinreisen. Da vorher wird gar nicht angezeigt, wie viele Schnellreisepakete wir haben. Einfach komm hin, goldene Schnellreisepakete her und los! Und wir beginnen die Folge natürlich wieder mit einem wunderschönen Ladescreen. Das ist Tradition, überbrückte Langhälse, um Kartenbereiche freizulegen und Maschinenareale zu entdecken. So ist das. So haben wir das jahrelang gemacht. Jahrelang, sag ich schon. Okay. Hier kommt jetzt wirklich eine Ewigkeit her, wie wir Horizon Zero Dawn gestartet haben. Ich habe mir letztens mal die ersten Folgen mal wieder angeguckt. Und ich dachte mir so, ach, wie schön. Es kam mir vor wie meine Kindheit. Das ist schon, wow. Und ich finde es mega schwer, mich von dem Spiel abzuwenden. Das finde ich mega, Mann. Ich bin traurig. Denn es werden nicht mehr viele Folgen kommen. Aber wir genießen den Rest. Wir genießen den Rest dieser Zeit. Die Zeit, die wir hier in diesem wunderschönen Land hier verbringen. Das Herz meines Feindes treffen. Pfui. Fängt ja sehr gut an. Gib mir mal ganz kurz deine Knarre. Aua. Pfui, aus, Wuffi. Aua. Aua. Au. Nee, jetzt ernsthaft. Wo jetzt hier? Jetzt mal still hier, es geht ja so nicht. Aus, pfui. Alter. Ihr übertreibt. Alter. Ah! Blödes Effekte. Down. Noch jemand? Alter, was ist das hier? Schön leise jetzt. Alter, was ist denn falsch mit euch? Was ist denn los? Ich habe noch eine Knarre. Okay. Leute, ihr habt mich doch eh nicht vergessen, oder? Was kommt da denn um die Ecke? Sniper! Komm ich so weit? Wie geil, ich komm so weit. Wie geil, ich kann einfach snipen mit dem Teil. Oh.
Sorry. So, haben wir es jetzt? Habe die Ebene geklärt? Sieht's aus. Oh, dachte schon, was kommt denn da für ein Monster? Und ihr dachtet, das wird nicht mehr spannend. So, verdammt eine Zone. Heilung, bitte. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, und zwar jetzt sofort. Schattenbogenschütze. Aha. Das ist also. Mitten auf dem Weg, okay. Ich hab da nichts gegen. So, dann wollen wir es mal zur verdorbenen Zone begeben und die mal entverderbinisieren. Oder wie man das auch immer nennt. Die Verderbnis tilgen. Nein, die brauche ich nicht. Das Teil ist noch nicht verdorben. Oh oh. Nix, oh oh. Das ist mein Compadre. Verdorbene Zone, was ist denn für. Verdorbene Behelmoth. Ach du was? Das könnte ein mega Problem werden, der Behelmoth. Okay. Ich werde immer alles klauen, was er hat. Alles, was ihm lieb ist. Alter, Behelmoth. Das war der Endgegner dieser einen Arena. Ey Leute, bleibt nicht hängen. So ist das fein. Wisst ihr was? Ich will den noch schnell ein. Sofern er kurz wartet, kriege ich ihn noch schnell ein. Ey Leute! Ey LOL! Alter! Er übertreibt! Er übertreibt! So, der erste ist down! Easy! Lass mich den anderen nicht looten. Dann werden wir die gleiche Strategie bei dem wunderschönen Wow Dulli hier einsetzen. Alles klar. Okay. Da habe ich leicht verzogen, kann das sein? Okay, machen wir dreifach. Nee, die verschwinde ich auf keinen Fall. Ich konzentriere mich einfach mal, ne Leute? Boy. Alter! Ist auch noch Teamwork oder was? Jetzt verlier mal deinen ganzen Scheiß! So. Wir frieren den ein, das hat vorher auch gut funktioniert. Wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Zack. Noch ein kleiner Dulli? Ja. Yep. Noch ein kleiner Dulli. Pfui! Haben wir's? Nichts Planänderung, läuft doch! So, eine Planänderung läuft doch gut.
Alter, läuft doch mega! Geil! Perfekt! Ich lauf doch nicht davon, du Pisskopf! Cheater! Dreckiger Cheater, jetzt versteckt er sich auch noch. Dreckiger Cheater! So, hier! Verdammt, meine Zone geklärt! Behelmoth-Mörder bin ich. Feuer und 45% Schadensspule. Butz! Und das Lustige ist, der andere hat ja auch noch ein ledernes Zeug, oder nicht? Oder liege ich da falsch? Oder habe ich da schon gelootet? Nein, habe ich nicht. Okay, sie ziehen ab. Siehst du mal, verdorbener. Siehst du? Abriss und Handhabung. 50% Handhabung. Ach du Scheiße. Das wird ja immer extremer hier. So. Aber wir wollen auch nichts verschwenden und einfach mal konstant weiterziehen, denn wir wollen vorankommen. Was haben wir denn noch in der Gegend? Dann haben wir hier noch ein Panorama und irgendwo ist noch ein Banditenlager, was wir unbedingt machen müssen. Okay. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt noch den Weg zum Panorama uns gönnen. Das Banditenlager wird wahrscheinlich in der nächsten Folge sein. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Mal gucken. So, da sind wir. Eco-Hülse. Eine Eco-Hülse. Okay. So. Ich hätte ganz gerne wieder mein Reittier. Das wäre sehr freundlich. Wenn da nicht gleich so ein Sandwurm wiederkommt. Weiß ich auch nicht. Geiles Tor. Kommt mein Reittier noch, oder? Kommst du nach, oder? Also. Ist halt ein langsames Reittier, ne? Kann nix. So, Panorama. Breitkopfareal, alles klar. Warum kriege ich keinen Breitkopf, warum kriege ich nur so einen komischen Läufer? Was soll das? Ich fühle mich diskriminiert. So. Ja. Hi, Leute. Hi. Lass mich nicht mal anreden. Ja, geil. Leute, ihr habt kein Problem. Also, ich reite davon. Tschö. Nein, verschwindet. Da sind ja noch mehr. Hallo. Ciao. Ich komm mal wieder, okay? Irgendwann. Irgendwann. Viel später. Komm ich da mal wieder, irgendwann. Als wenn er uns jetzt verfolgt. Nee, tut er nicht. Alles klar, sehr schön. Ich könnte auch mal meine Heiltränke nutzen. So. Da vorne steht ja schon wieder Maschinenzeugs rum. Was soll das denn? So. Hier irgendwo. Oh, mit den Klippen. Hi, meine lieben Plünderer. Plündert mal bitte woanders. Ja, wir sind da hoch, habe ich das Gefühl. Kriegt das denn der Läufer hin? Nein. Vielleicht nicht. Ah, Scheiße, meinst du? Okay, Eloy. Ich mag deinen Wortschatz. Gebe ich zu. Dann versuchen wir mal da hochzukommen. Und die Graue habe ich da mal nicht auf uns aufmerksam zu machen. Das wäre mir schon ein großes Anliegen. So. Hui, funktioniert nicht. Wie kommen wir dann da drüben hoch? Runter kommen wir schon mal, aber hoch ist noch immer noch ein Problem. Nee, nein, keine Feuerbrennwurzel. Hoch kann ich an diesen Seilen nicht klettern, glaube ich, ne? Okay, so kommen wir hoch. Alles klar. Hier sollten wir irgendwie hochkommen, denke ich mir. Ja, hier kommen wir hoch. Alles klar. Hier kommen wir hoch, oder? Ja. Hier kommen wir hoch. Hä? Das Panorama ist bestimmt hier oben. Das ist der mal, als wenn das da unten ist. Verdammt. Hallo. Du Bugs. Tschö. Wehr mich mal wieder. Ciao. Ich war's da unten. War ja noch eine Plünderer in seinen gesackt und jetzt. Ich habe ein Panorama gefunden. Ich frag mich, was das früher war. Ein Reisepaket. Jetzt finden wir sowas. So. Ah. Vice Orbital.
als wir zusahen, wie der Booster in den Himmel stieg, eine Flammensäule unter sich, nahmst du meine Hand, hast sie festgedrückt und gesagt, du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Da wird das ganze Teil gerade gebaut, ne? Und daraus wurde der Sonnenring. Eine blutige Stätte des Todes. Dann sind wir durchgebrochen durch dieses Tor. Mit Silence sind wir da rausgeritten. Ach, Silence. Wie wird es mit dir wohl weitergehen, alter Freund? So. Nächste Station, Banditenlager. Ja. Da haben wir da noch was auf dem Weg. Ach komm, wir nehmen die Metallblume auch gleich mit. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir die Metallblume auch gleich mit. Das liegt auf dem Weg. Ich meine, ich will nicht jede Metallblume einsammeln, aber wenn schon auf dem Weg liegt. Wenn ich sie schon so anbiete, wenn ich schon sagt, bitte Rayon, nimm mich mit, bitte. Ich will doch nur bei dir sein. Dann wollen wir dem Fliehen der Metallblume natürlich nichts abgewinnen, oder? Ja, mit Fluss, sehr schön. Gib dir doch ein Bächlein Hoffnung. Ist das unser Teil? Hottehü und so? Ja, ne? Ja. Ich lasse sie trotzdem mal hier stehen. Die Metallblume ist aber nicht da oben, oder? Bei den Habichten, oder? Ist ja nicht hier wirklich, oder? Anscheinend ja doch. Tja. Danke dir, Metallblume. Ja gut, okay. Dann haben wir noch einen Habichtkampf heute vor uns. Kann das sein? Ich glaube ja. Ich muss da wirklich hoch, ne? Zu den Habichten. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Einer davon ist schon tot. Pfui! Schöne. Kein Crit-Treffer, weil ich nicht hoch genug bin. Hurra, Waffenschaden for the win. Easy. Das ist alles für eine Metallblume. Ja, warum denn auch nicht? Mann. Da ist sie. Die wunderschöne Metallblume. Die Alten haben sie nicht zurückgelassen. Das sind neue Pflanzen. Pflanzen. Das sind keine Pflanzen, Aloy. Ah, der Metallblume auch schon, sehr schön. Und dann würde ich sagen, ab zum Banditenlager, oder? Wo ist die? Hier. Banditenlager Bruchhof. Ja. So. Kommen wir hier irgendwo Leben runter auch, oder ist das? Oh, Aloy! Aloy! Ich habe es geahnt. Mann! Wir ziehen einfach mal das Let's Play ein bisschen in die Länge, würde ich sagen, oder? Finde Brotstätten und überbrücke die Kehr... Das wissen wir doch schon. Ich habe alle Brotstätten überbrückt. Warum zeigst du mir den Tipp immer noch an? Oh Mann. Ich höre mich gerade voll schlecht, dass das Let's Play in die Länge... Ach, wissen wir die... Aber wir haben das eingesammelt schon, oder? Ja, okay. Okay. Dann ist es akzeptiert. Ist jetzt sogar ein Vorteil, weil da müssen wir da nicht hochklettern. Ha. Ach, Ayla, du bist doch eine Bruchpilotin. Das ist ja unglaublich. So, aber Ayla, das überlebst du, oder? Was, Ayla? Ich bin doch ein sehr riskanter Spieler. Entweder sie kriegt gar keinen Schaden oder sie ist tot. Ein bisschen Fallschaden geht, glaube ich, nicht bei ihr. So, jetzt sind wir wenigstens unten. Sehr schön. Aber Leute, ich würde sagen, dieses Banditlager werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Denn, ja, wir werden es einfach in der nächsten Folge vornehmen. Wir haben zwar noch ein paar Sachen auf der Karte, die wir abhacken müssen. Ein paar Sachen sind es, glaube ich, noch. Oder ist das schon das letzte? Ich habe keine Ahnung. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Und ja, wir bewegen uns natürlich auf das Ende von diesem Let's Play zu. Was sehr traurig ist, ich will in dieser Welt bleiben. Ich würde so gerne auf Platin spielen. Aber ich finde einfach, dass die Jagdgebiete zu machen... Ich werde sie auf jeden Fall offscreen machen, die Jagdgebiete. Oder vielleicht in einem Stream. Oder mal gucken. Aber ich finde sie einfach fürs Let's Play ziemlich langweilig, die Jagdgebiete.
Wenn ihr das nicht so findet, ab in die Kommis damit. Und ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Dann komm hier unten rein, bitte für nur im Rayon. Und ja, lasst mir Wertung da und dann verbleibe ich mit einem Rayon. Sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.